comes and goes. Hey Leute, willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Heute öffne ich mal ein paar Wheels, denn ich habe ja letzten Part die Häuser gekauft. Da kamen natürlich ein paar Super Wheels für uns bei raus. Und die möchte ich heute einfach mal öffnen. Ich habe noch zwei normale. Und ich habe mir einfach mal den NSX genommen, weil ich mit dem schon lange nicht mehr gefahren bin und den Sound mal wieder hören wollte. Und eigentlich wollte ich nicht die halbe Umgebung abreißen, aber das ist egal. Und ja, was fährt denn da vorne? Ach so. Ist das der? Ja, es ist der 4,5 Liter. Ich würde sagen, idealer Ort für Wheels ist der hier. Naja, ist einfach nur Edinburgh Castle. Ich würde sagen, wir fangen mit den drei normalen Wheelspins ab an. Ich werde hier mal nicht überspringen. Und dann die drei Super Wheelspins. Ich habe keinerlei Hoffnung, aber vielleicht. Naja. Vielleicht kommt ja was Cooles bei raus. So, okay, dann, das fängt schon mal gut an. GTS. Hätte ich wahrscheinlich auch wieder zu einem GT-Wagen bauen. Kennt mich. Und noch 130.000 finde ich gut. So, jetzt die 6 Super Wheelspins. So, schon mal wieder ein bisschen was Legendäres drin. Die Chance ist eigentlich tendenziell höher, was Gutes zu bekommen, aber man sieht's. Nee. Wieder nichts. Okay, ein M5 FE habe ich zwar schon, aber immerhin. Wird aber auch nichts wert sein, glaube ich. Kann ja nachher gleich mal nachgucken. Okay, 160.000 Halo-Hupo. Wenn man die Hupen verkaufen könnte, wäre cool, aber. Ja, gut. 300.000 und Camaro. Und eine blaue Pilotenbrille, ja, gut. Ich behalte mal meine schwarze. Also, der letzte vorhin war. Ganz gut. Vielleicht toppt er noch mal. Nee. Aber immerhin noch mal 160.000. Vielleicht bekomme ich da sogar noch einen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich kann ja mal nachgucken, was der M5 wert ist. Also ich müsste ihn zumindest zweimal haben. Ich habe einige Fahrzeuge mehrmals. So ist nichts. BMW M5. Meistens haue ich die halt noch billiger raus, weil bringt mir halt nichts, wenn ich die irgendwie hoch versteige. Ja, 230.000. 30. Das ist nichts. Also ich, klar, ich habe zwei jetzt davon. Das wird mir jetzt. Aber 30.000, das ist lächerlich. Sorry, aber. Für den Preis? Nee. Das ist halt absolut. Ja, gut. Sag ich mal nichts. So, was habe ich denn noch so an doppelten Fahrzeugen? Integra ist nichts wert, egal wie günstig man den raushaut. Den wird auch keiner kaufen, weil man den hinterhergeschmissen bekommt. Gleich wahrscheinlich beim Javelin. Ich gucke einfach mal. Ja, 4,4,4,35, das ist schon mutig. 4,4. Aber da baue ich vielleicht auch irgendwann mal was draus. Volvo 850R wird auch extrem billig sein. Ja. Also solche Autos verkaufen bringt nichts, auch wenn man die 10.000 Mal hat, gefühlt. Es bringt nichts. So,
finde halt, wenn man ein Fahrzeug sehr oft hat, dann wird man es auch nicht los, weil jeder andere das auch zigmal hat. Also würde, denke ich zumindest. Und von daher. Habe ich hier irgendwas doppelt? Nee. Trans-M GTA und Trans-M, ja gut. Könnte ich auch mal was draus bauen. Firebird gefällt mir eigentlich ganz gut. Habe ich ja auch in NFS World was draus gebaut, das mir ja gut gefallen hat. Von daher warum dann nicht hier auch. So, hier habe ich auch nur schon wieder diese billigen Fahrzeuge. Weil hier kann man ja wenigstens was Richtiges draus bauen, ne? Muss man auch mal ganz kurz sagen. Also aus den ganzen Japanern kann man meistens sehr viel machen. Ja gut, was ich mit den Titan Warriors anstellen soll, weiß ich noch nicht, aber sonst. Wie viel? Das will ich jetzt mal sehen. MT. Welche Marke war das? bekommt man ja nur einmal. Ich werde ihn nicht verkaufen, glaube ich, aber... Mich würde mal interessieren, wie viel der hier... Ach, jetzt bin ich schon wieder zu weit gegangen. Mosla. Gucken wir da einfach mal ein bisschen im Auktionshaus. Mosla MG900S. Keine Auktion gefunden. Okay, also der wird auch sehr teuer weggehen. Aber wenn er nur, also nur 320.000 wert ist, dann kann ich den halt auch nicht teuer verkaufen. Das ist auch mal so ein Problem. 70, 70, 35, 35, also auch wieder nichts wert. Also für Forza nichts wert, muss man natürlich immer bedenken. Hier 250 LM habe ich bekommen aus dem Müspen. 10 Millionen wert, aber verkauft sich auch nicht so krass eigentlich. Vor allem ist das Problem, das muss ja auch jemand kaufen, ne? Ich brauche den nicht, ich finde den nicht schön, aber für so einen Preis behalte ich den dann doch lieber. Fiesta und Focus genau so, wird keiner kaufen. Oder diese Deluxe 5 Window Scheiße. Also ich find's schön, dass sowas auch in dem Spiel ist, aber in den Massen, die man, dass man die in den Massen bekommt. Ja, also gerade bei solchen Fahrzeugen, wo man nichts mitmachen kann. CX kann man vielleicht noch tunen irgendwie, oder hier Turkstallion zum Beispiel kann man ja in vielen Sachen tunen. Also, nee. Sind die Preise für den Jaguar gestiegen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe den nämlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe den halt gekauft, weil ich, oder habe mal geguckt, weil ich hätte gedacht, XZ220 ist ein Scheunenfund, der muss doch was wert sein. Und dann guckt man hier rein, 90, 35, 200, 50, 35, 35, also quasi nix. Und ja, für das. Ich habe meinen, glaube ich, für 40.000 gekauft. Also den zweiten. Und ich warte einfach. Irgendwann werden die Preise hoffentlich oder vielleicht steigen. Und wenn nicht, mache ich mit dem halt noch irgendwie ein schönes Bild ab. Von daher. Naja. Ich glaube nicht, dass es eine gute Investition ist, um damit wieder Geld zu machen. Aber wenn ihr den Wagen schön findet, kauft ihn jetzt. Der wird nur noch teurer wahrscheinlich. Von daher. Ich habe generell letztens mal so ein paar Fahrzeuge oder diese seltenen Fahrzeuge, Lamborghini, Aventador SV und so weiter, die ich halt nicht brauche, einfach mal verkauft oder jemand anderem gegeben vom Discord und hab damit nochmal ein kleines bisschen Geld bekommen, aber es sind halt Fahrzeuge, die ich nicht brauche und andere wollen die unbedingt alle haben, die auch nichts wert, ne? Krass. Das ist schon extrem eigentlich, wie wenig die Fahrzeuge hier alle wert sind. Was sind denn die... Das interessiert mich jetzt mal. Maximal Gebot, maximal Kauf. Was sind die teuersten? Sieht man das hier irgendwie? Einzigartige Autos wahrscheinlich eher. Erst 200 für 70.000? Ist ja nix.
1998, ja, jo, den habe ich glaube ich sogar. Clio habe ich, Aston Martin DB4 habe ich, den habe ich. Aber wie günstig die hier rausgehauen werden. Ist ja gruselig. Reventau Forza Edition, 800.000. Ja gut, nee. Ist mir auch zu viel. Aber Reventau an sich ist cool. Habe ich. Ja, habe ich nicht, will ich aber auch nicht. Doch, den habe ich. Schauenfund habe ich alle. Vulcan Forza Edition. Baut den um. Der ist umgebaut mega krass. Das kann ich jetzt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Der ist umgebaut krass. Punkt. RAM. Nee. 110.000. Das ist schon gewagt. Elise GT1. Den darf ich nicht haben. Sonder Edition. Forza Edition. 200.000 wäre halt cool. Ich glaube, ich habe den Zauner generell viel zu teuer gekauft, aber naja. Bereuen tue ich es jetzt auch nicht. Pagani. Zonder, nicht Zonder C, Zonder R. 1,8, 1,11. Ja gut, kann man jetzt halten, was man will. Hier 400, 500, 400. Hätte ich billiger bekommen können, aber irgendwie habe ich da auch nicht nachgedacht. Ach, das Geld interessiert mich jetzt auch wieder nicht. Moment schon mal. Folge ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber... Vielleicht mal auch interessant für die, die Forza nicht haben können. Oder nicht haben. Das mal hier zu sehen mit dem Auktionshaus. Oh, was Speed für 200.000. MK4, MK1 habe ich. G40, MK1. Ist ja ein Scheunenfund, aber... Ja, ist mir auch nicht genug wert, dass ich ihn dafür hergeben würde. Man bekommt den halt nicht wieder, ne? Und an sich ist der GT40 ganz cool und ich möchte mit dem bestimmt irgendwann noch was machen. Ist hier noch irgendwas bei, was richtig Werte hat? Zu einer FE. Den gibt es momentan im Forsaton-Shop. Naja. Oh. Da biete ich einfach mal drauf. Den will ich nämlich haben. Also, ich feiere sehr gerne den normalen Kontinent oder Continental GT. Und. Ah, shit, ist wahrscheinlich abgelaufen, ne? 3 Millionen, ja gut. Und ich feiere sehr viel den normalen Bentley GT. Und. Die Forza Edition ist halt nochmal... Ja, bringt nochmal mehr. Ne? Kann man sich, glaube ich, denken. 150... Hier, 50.000. 49.000. 9 Minuten. Auch wenn das Design tatsächlich ist, ich mache da einfach ein eigenes drauf. Und dann... Ab und zu mal ins Auktionshaus schauen, ist, glaube ich, kein Fehler. So. Moment. So, jetzt hier meine Auktionen. Hat er die jetzt nicht mehr platziert? Bentley Continental FE. Weil er sagt mir keine Nachricht irgendwie, dass es beendet wäre. Ah, da meine Gebote. Überboten, naja, gut. Wird wahrscheinlich schon doch Gebot angenommen.
Wird halt immer so ein kleines bisschen teurer, aber geht. Und ich möchte ihn halt eigentlich haben. Das Problem ist nur, wenn das jetzt zum Beispiel über 100.000 geht, dann lohnt es sich nicht mehr darauf zu bieten. Weil es mich auch wundert, eigentlich müsste er schon beendet sein hier. Endet bald, das ist immer eine Minute noch. Okay, gewonnen. Auto abholen. So, kostet mich halt ein paar Credits, aber naja. So, Fuhrpark. Meine Autos. Und auf den Continental GT packe ich quasi genau dasselbe Tuning wie auf den GT Speed. Den muss ich dann nur einmal speichern. Upgrades und Tuning. Einstellungen speichern. Auf Grip, auf gute Geschwindigkeit und das passt dann. Was ich ja mit dem normalen Continental mache, weiß ich noch nicht ganz. Aber, naja. Den werde ich wahrscheinlich umbauen. Auf noch eine höhere Stufe und dann mal schauen. So, dann gehe ich auf Upgrade zum Tuning, mein Tuning. Zählen die nur für den FE? Eigentlich ja nicht. Ersteller, suche ich mal nach mir. Wenn ich meinen Namen denn schreiben könnte und nicht hier eine L klein schreibe, wobei ich weiß gar nicht, ob das schlimm ist nach bei der Erstellersuche, ob er den dann überhaupt nicht findet. Aber wenigstens das Design müsste ich doch darauf laden können. Schau mal. Ja. Nein, nicht melden. Kann ich das nicht einfach? Zählt das echt als zwei getrennte Sachen? Das ist ja blöd. Eigentlich ist das ziemlich dämlich, wenn das so ist, aber es scheint so zu sein. Mache ich wahrscheinlich da auch wieder ein eigenes Design. Auf jeden Fall mache ich hier schon mal die Sachen runter. Und dann würde ich auch erstmal sagen, das war's für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.